Ja, wenn ich mich richtig entsinne, waren wir bei 44-0 vorne. In dem ersten Lauf, zwei Mädels sind übrig geblieben. Das ist ja manchmal so bei dem zweiten Lauf. Da werden dann mehr avisiert, als eigentlich dann laufen. Also ihr dürft ihr natürlich trotzdem anfeuern. Unsere tschechische Sportfreundin ist vorne, Katerina Dlabajova. Und mit der 269 Leonie Vlad, beides U20-Athletinnen. Und die Katerina, die führt hier eindeutig. Oh, ich hoffe, da ist nichts passiert. Katerina ist vorn. Wir schauen auf die Tschechien vorn, 44,0. Jetzt der zweite Lauf innerhalb von einer Stunde. Und die letzte Hürde noch, die nimmt sie auf und gewinnt das Ganze. Und es ist ein bisschen langsamer, inoffiziell 45,1.